Und im Studio sind jetzt die Fraktionsführer von NEOS und FPÖ im Untersuchungsausschuss Stefanie Crisper und Hans-Jörg Jenewein. Schönen guten Tag. Herr Jenewein, ich möchte mit Ihnen anfangen. Der Fraktionsvorsitzende im Ausschuss Ihres Regierungspartners ÖVP, Werner Amon, wir haben es auch gerade gehört, im Beitrag hat diese Woche gesagt, die Hausdurchsuchung sei ein überschießendes Rechtsmittel gewesen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sollte er vielleicht diese Kritik, wenn er sie formuliert, an seiner Partei angehörigen Justizminister richten, weil im Endeffekt haben wir in Österreich Gewaltentrennung, das weiß der Herr Amon, und Hausdurchsuchungen ordnet die Staatsanwaltschaft an und nicht das Innenministerium. Frau Crisper, wollen Sie da gleich was drauf sagen? Ja, sie haben jetzt so eingeatmet. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Hausdurchsuchung an, das ist richtig. Aber aufgrund welcher Basis hat sie es getan? Und da kommt die Gewaltentrennung und wie sehr es Innenminister Kickl nicht respektiert hat ins Spiel. Weil die Zeugen kamen von Treffen mit Generalsekretär Goldgruber und Kabinettsmitarbeiter Lett von Innenminister Kickl schon präpariert, vorbereitet zur Staatsanwaltschaft. Das heißt, hier wurden sie nicht sofort der Staatsanwaltschaft zugeführt, sondern vorbereitet in zwei Treffen. Tatsache ist aber auch, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie Zweifel an den Aussagen der Zeugen hat, hier selbstverständlich weitere Erkundigungen einholen müsste, weitere Ermittlungen einholen müsste. Wenn das nicht passiert ist, was ich so nicht beurteilen möchte, ob das jetzt ausreichend war oder nicht, dann ist trotzdem immer noch die Frage, warum die Staatsanwaltschaft, und bitteschön, das ist ja nicht nur eine Staatsanwältin, das ist ein ganzes Team von Staatsanwälten, warum man dann trotzdem genug Tatverdacht gesehen hat, um eine Hausdurchsuchung anzuordnen. Wir sind ja insofern schon einen Schritt weiter, weil jetzt wurden ja Zeugen schon einvernommen diese Woche im Ausschuss. Und da gab es eben eine Zeugenaussage, dass diese sogenannte Fernlöschung, die ja angegeben wurde als Gefahr in Verzug und deswegen ja diese Hausdurchsuchung so schnell dann auch genehmigt wurde, dass dieser Grund der Fernlöschung, dass den gar nicht gibt, weil man hätte so viel Datenvolumen ja gar nicht fernlöschen können. Und außerdem, wenn man es versucht hätte, hätte man nachvollziehen können, wer es gemacht hat. Stimmt. Und genau der Zeuge hat dann bei seiner Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft genau das Gegenteil ausgesagt. Da frage ich mich halt dann schon. Und das ist nachvollziehbar in seiner Aussage. Und da stellen wir dann schon die Frage, welches Spiel wird hier eigentlich gespielt? Nein, das stimmt nicht. Die BVT, der BVT-Beamte, der geladen war, arbeitet in der IT, im IT-Bereich im BVT. Der Zeuge, den eben Kabinettsmitarbeiter von Kickl zugeführt haben, Staatsanwaltschaft, die haben aufgelistet, wie die IT aufgebaut ist im BVT. Und ich habe diese Beschreibung dieses IT-Lers, des Zeugen, dem BVTler, der als Ausgangsperson da war, gezeigt, haben wir gebeten, das zu beurteilen. Und er war schockiert von einem Satz zum nächsten, was das für ein Unfug ist. Frau Crisper, wir reden das heißt, von gerade der Dingen. Zeuge wir reden von hat ein ganz Dingen. Ein falsches Bild abgegeben. Auch das heißt, der Zeuge bei der Staatsanwaltschaft hat ihrer Einschätzung nach ein falsches Bild abgegeben. Und der jetzt andere Zeuge im Urschuss, der hat ein richtiges der Bild abgegeben. Frau Crisper, da muss ich Sie leider berichtigen. Ich würde sich dringend ersuchen, lesen Sie das nochmal nach. Weil auch jener Zeuge, der jetzt schon einvernommen wurde, wurde von der Staatsanwaltschaft einvernommen und er sagt selbst auf Seite 6 seiner Zeugeneinvernahme, selbstverständlich sind Löschungen von außen möglich. Und ich habe da extra noch nachgefragt. Was ist das lässt Idee? Sich, meinen das Sie, lässt der sich hätte auch, jetzt gelogen diese Woche im Ich würde niemanden der Lüge züchtigen. Tatsache ist aber, dass ich ihn selbst mit seiner Aussage vor Ort konfrontiert habe und Sie saßen ja dabei, Sie ja, wissen das und er natürlich. Hat gesagt, wenn man arbeitet, ja, kann man natürlich Zugriff haben, aber es ist und dann kann man auch Fernlöschung. Und dann kann man auch löschen und er hat wörtlich gesagt, diese Möglichkeit gibt es. So, und nichts anderes war es. Und auf meine Nachfrage, ob man diesen Satz mit der Bezeichnung Fernlöschung interpretieren kann, hat er gesagt, ja. Und das ist im Protokoll nachlesbar. Das heißt, dieser dringende Tatverdacht, diese Dringlichkeit ist Ihrer Einschätzung nach nicht im Urschuss. Ich bin kein Ermittler. Wie sehen das Sie Gericht das? Das hat er schon gesagt, wenn man den Rechtsstaat ernst nimmt. Der Innenminister Kickl hat das Gerichtsurteil kritisiert, was ich schon mal auch sehr das fragwürdig Oberlandesgerichtsurteil finde. Ja, das Gericht hat geurteilt, dass die Fernlöschung ein absurdes Argument ist und überhaupt nicht die Gefahr in Verzug argumentieren lässt. Hat das Gericht auch einen Sachverständigen hinzugezogen? Wissen Sie das? Ich frage Sie nur, ob Sie es wissen, ob Sie das gelesen haben, ob Sie auch die Rechtsgrundlagen dazu kennen. Ich das weiß ich nicht, aber es ist, das Gericht hat auch gesagt, dass das Oberlandesgericht, bezüglich da, wir müssen immer dass, versuchen, dass damit auch ausgehebelt wurde, dass Amtshilfe möglich ist, gerade durch diese Pseudo-Argumentation. Ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen, der diese Woche im Urschuss sehr eindringlich besprochen wurde und auch am Freitag in der Sondersitzung, Stichwort Berner Club.
Da gibt es offenbar einen Akteneintrag, der wurde vorgelegt, dem Untersuchungsausschuss vergangene Woche, dass sehr wohl, man muss erklären, haben wir einen Beitrag eh gerade gemacht, der Berner Club, das sind die EU-Geheimdienste plus Schweiz und Norwegen. Mhm. Und da hätte es Bedenken gegeben, dass durch diese Razzia, durch diese Aktion und so viel Datenmaterial in andere Hände gekommen ist, dass dieser Berner Club sich überlegt und dass wir da rausfliegen aus Österreich. Das war großes Thema im Untersuchungsausschuss und in der Sondersitzung. Ihre Meinung dazu, dieses Dokument hat eine Art, bringt auch eine Art Kehrtwendung? Heute war es absurd in der Diskussion, weil Innenminister Kickl behauptet hat, es ist weiterhin ein Gerücht, dass wir hier in der Kooperation mit den Partnerdiensten negative Entwicklungen gesehen haben. Wir haben die ganze Zeit aber von diesem Dokument gesprochen. Er hat am Freitag, der Innenminister hat am Freitag einen Deutschen, den Bundeskanzleramtsminister zitiert, der gesagt hat, es gebe keine Probleme in der Richtig, Zusammenarbeit. Aber wir haben schriftliche Dokumentationen in Akten, die das zeigt. Eine haben wir heute diskutiert in der Sondersitzung. Es gibt auch andere, die klar zeigen, dass der Minister im Kabinett und in der BVT-Spitze längst klar war, dass hier die Kooperation erodiert ist. Und wenn man das BVT von diesem Gremium suspendieren will, kommt er davor ein Vertrauensverlust. Und der kommt von der Hausdurchsuchung. So, dazu möchte ich auch etwas sagen. Dieses Dokument, von dem hier gesprochen wurde, das finden wir nicht in den Akten. Das ist nämlich aus einem Beschuldigtenakt erst im Juni ausgefertigt. Das macht den Inhalt nicht unrichtig. Dieses Dokument liegt uns nicht vor. Punkt 1. Punkt 2. Dieses Dokument ist ein Kurzausschnitt einer Dokumentation von April diesen Jahres. Sie haben das sicherlich von gelesen. Juni. Sie haben das sicherlich gelesen, ja, aber dieses Dokument bezieht sich auf ein Aktenstück vom April diesen Jahres. Und wenn Sie dieses Dokument gelesen hätten, und das würde ich Ihnen auch dringlich anraten, das ist bei jenen dabei, die eben nicht über den Computer abrufbar sind, sondern die geheim eingestuft sind. Wenn Sie dieses Dokument lesen würden, dann würde sich Ihnen auch erschließen, was denn da tatsächlich drinnen steht. Es steht nämlich dezidiert drin, dass nicht die Hausdurchsuchung das Problem an sich ist, sondern dass wir seit vielen Jahren ein Problem haben mit Datenschutz unserer Mitarbeiter im BVT. Seit vielen Jahren werden Dokumente weitergegeben, durchaus auch an Medien. Und das ist etwas, was europäische Partnerdienste gar nicht gerne sehen. Aber jetzt, weil wir da schon ausführlich schon geredet haben, kannst du kurz noch mal den Herrn Amon zitieren, der gesagt hat, die Vermutung, dass die Fernlöschungen quasi wirklich hätten passieren können, das sei aus dem Reich der Fantasie geholt. Das ist Ihr Regierungspartner. Also wenn wir jetzt aufs Politische schauen, das war jetzt die erste Woche, ja. Schwelt da nicht ein enormer Konflikt zwischen den Regierungsparteien, wenn man Amon jetzt zugehört hat diese Woche und jetzt Ihnen zuhört? Das sehe ich eigentlich überhaupt nicht, weil mir ist es eigentlich relativ egal, ob da jetzt Sachverständige was von einer Löschung, von einer Nichtlöschung oder sonstigem sagen. Auch was der Herr Amon dazu sagt, das ist ja politisch bitte schön in der Form nicht relevant. Ich bin kein Ermittler, ich habe das nicht zu beurteilen, ich bin auch kein Sachverständiger. Der Punkt ist doch der, wir haben seit Monaten eine Debatte darüber, wie es jetzt weitergeht. Ist der Innenminister schuld oder nicht? Und meiner Meinung nach ist er an dem, was hier passiert ist, nicht schuld. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir eben eine Gewaltentrennung haben. Das, was ihm von der Opposition vorgeworfen wird, das ist alles substanzlos. Es gibt bis zum heutigen Tag keinen strafrechtlich relevanten Vorwurf. Also was wirft man mir eigentlich vor? Verstehen Sie, dass in dem Fall die Regierungspartei FPÖ den Eindruck hat, dass die Opposition vor allem ein Ziel habe, nämlich den Rücktritt des Bundesinnenministers? Also da muss man für Fakten, nämlich für die Dokumente, die wir haben, blind sein und für Argumente taub, ehrlich gesagt. Weil die Faktenlage spitzt sich zu, die Verdachtslage spitzt sich zu. Ich frage im Ausschuss auch Fragen, wo ich die Antwort nicht weiß. Nicht weiß, ob etwas für meine Sicht herauskommt oder für die ihrige. Da wurde ich dennoch noch nie enttäuscht. Ich kann es nicht verstehen. Stichwort Suspendierungen wurden Sie sehr wohl enttäuscht, weil ich kann mich erinnern an die gemeinsame Pressekonferenz der Opposition, wo vorgeworfen wurden, die Suspendierungen, die sind ja rechtswidrig gewesen. Jetzt haben wir gehört, die Suspendierungen waren rechtlich alle in Ordnung. Ich möchte eine kurze Frage noch an Sie beide stellen. Wir sind jetzt schon sehr knapp. Und zwar, der Ausschuss soll ja an sich die politische Verantwortung klären. Ja? Dazu ist der Ausschuss da, das andere machen Gerichte. Sind die Ergebnisse der ersten Woche, diese Zeugenbefragungen, sind die so, dass Sie beide sagen können, da wird es eine Klärung geben können? Frau Crisper, wenn Sie vielleicht zuerst antworten. Für uns ist mittlerweile, weil die Faktenlage schon sehr erdrückend ist, eigentlich klar. Deswegen haben wir auch in der Sondersitzung letzte Woche den Misstrauensantrag eingebracht. Wir werden durch die Befragung noch mehr rausfinden und ich bin mir sicher, es wird immer klarer werden, wo die politische Verantwortung liegt. Für uns ist es nicht klar, weil der Ausschuss dauert ein Jahr und nach 2 Tagen kann man sicherlich noch kein Fazit ziehen. Wir befassen uns aber nur bis Dezember mit der BVT-Causa, danach kommen die schwarzen Machenschaften. Ich danke Ihnen, dass Sie heute im Studio waren. Herzlichen Gerne. Dank.